Grüß euch, meine Lieben, bei Gabis Kochbuch, dem YouTube-Kanal des digitalen Kochbuchs euromil.com. Ich möchte mit euch heute einen bunten Wurstsalat zubereiten. Und da werden wir diesen Wurstsalat noch aufwerten mit verschiedenem Gemüse. Der passt dann wunderbar im Sommer, ist aber auch ein herrliches Partyrezept zum Beispiel. Und wir brauchen dafür geschnittene Extrawurst, die heißt bei dir vielleicht Leona, einen schönen würzigen Käse. Ich habe hier inländischen Emmentaler. An Gemüse habe ich Gurke, Paprika, Zucchini, Paradeiser, Zwiebel. Dann habe ich Kräuter wie zum Beispiel Schnittknoblauch. Ich habe Zitronenmelisse und Schnittlauch. Zum Garnieren nehme ich ein Ei. Und dann habe ich eine 1-2-3 Marinade vorbereitet. Die verlinke ich dir in der Infobox. Und die werden wir heute noch mit etwas scharfem Senf verfeinern. Und schon geht's los mit dem Schneiden unserer Zutaten. Ich schneide einmal den Salat in Streifen. Wie grob, wie fein du alles schneiden möchtest, das bleibt dir überlassen. Ich finde halt, wenn man es nicht zu grob schneidet, schaut es appetitlicher aus und schmeckt natürlich dann auch besser. Und genauso werde ich den Käse jetzt schneiden. Und dann geben wir das gleich alles in die vorbereitete Schüssel. Die Gurke schneide ich auch in möglichst feine Scheiben. Die könntest du auch mit einem Hobel schneiden. Ich habe so eine ganz junge Salatgurke erwischt und auch einen ganz jungen gelben Zucchini. Du kannst natürlich auch einen grünen nehmen, was du zur Verfügung hast. Und der ist mir gerade so schön untergekommen. Den schneide ich auch fein. Und dann habe ich hier Orangenpaprika. Da kannst du natürlich auch nehmen, was du zur Verfügung hast. Ich habe mir gedacht, der passt halt ganz wunderbar in das Farbkonzept meines Salates. Den schneide ich auch möglichst fein, weil gerade Paprika schmeckt dann besonders gut. Und dann habe ich noch kleine Cocktailtomaten. Die werde ich einfach nur halbieren oder eventuell vierteln. Viel kleiner muss ich die nicht schneiden. Jetzt schneide ich noch meine Zwiebel. Vielleicht hast du eine Schneidemaschine zu Hause, mit der könntest du die Zwiebel auch möglichst dünn schneiden. Ich mache heute Zwiebelringe. Und jetzt fehlen uns nur noch die Kräuter. Wie gesagt, habe ich hier Schnittknoblauch und Zitronenmelisse und Schnittlauch. Die werden wir auch fein schneiden und die kommen dann in unseren Salat. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Marinade und ich habe hier eine Essig- und Ölmarinade vorbereitet. Die 1-2-3 Marinade, da hat man immer genau die Maße. Das kannst du dir schön vorbereiten und lässt sich dann auch gut im Kühlschrank aufheben. Und da mischen wir jetzt den Senf hinein und geben die Marinade über unseren Salat. Und schon ist unser bunter Wurstsalat servierfertig. Er passt nicht nur an den warmen Sommertagen, sondern auch bei Festen oder beim Buffet. Ganz herrlich, es wäre auch eine tolle kalte Vorspeise. Es freut mich, dass du wieder dabei warst auf meinem Kanal Gabis Kochbuch. Schau doch in die Playlist, hier gibt es noch viele andere leckere Wurstsalate und Snacks. Ich werde sie dir verlinken. Und die Katze schreit und hat auch schon Hunger.
Also, ich muss mich beeilen. Bis zum nächsten Mal auf meinem Kanal.